Koch, ein deutscher Schriftsteller, wird heute ein Buch über keinen geringeren als Ferdinand Porsche vortragen. Wir haben den Herrn Gunter Haug vor dem Mikrofon, dem Autor, der eine ganz schillernde Persönlichkeit des Automobil- oder überhaupt der Automobilgeschichte ein Buch darüber geschrieben hat. Wie kommt man dazu? Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit den großen Persönlichkeiten unserer Industriegeschichte. Wahrscheinlich auch deshalb, ich bin in Stuttgart, Bad Cannstatt geboren worden, dort, wo das Automobil erfunden worden ist. Und aufgewachsen bin ich in Zürichheim, dort, wo es zusammengeschraubt wird. Und ich habe es eigentlich seit einigen Jahren erst erkannt, welches Wunder es ist, diese Länder im deutschen Südwesten, aber auch Österreich, die ja bitterarm gewesen sind, zumindest die Masse der Bevölkerung, wie die innerhalb von wenigen Jahrzehnten dank des Pioniergeistes einer Handvoll Männer zum Motor der ganzen Welt geworden sind, buchstäblich. Und das beschäftigt mich und das fasziniert mich und darüber schreibe ich. Ganz interessant, also dass erstens einmal Ferdinand Porsche das erste Elektroauto gebaut hat. Aber was mir noch wesentlich mehr fasziniert, es heftet sich fast jeder das Hybridauto an seine Fahnen, aber es ist eigentlich eine Erfindung von Ferdinand Porsche. Ich kann nur müde lachen, wenn die heute alle so stolz sind auf ihre Hybriderfindungen. Also Ferdinand Porsche hatte schon vor über 110 Jahren erkannt, dass man auf dem Weg zum Elektromobil, an das er immer geglaubt hat, erst noch einen Zwischenschritt einlegen muss. Und das war eben der Mixte oder sein Semper Vivus, auf jeden Fall der benzinelektrische Antrieb. 110 Jahre später wacht die Menschheit wieder auf und begreift, was Ferdinand Porsche damals gemeint hat. Ich habe so herausgehört, es ist nicht das einzige Buch also über einen großen der Industrie oder Erfinder, wie auch immer. Da gibt es mehrere. Ist das richtig? Ja, da gibt es zum Beispiel ein Buch über Robert Bosch, einen fantastischen Unternehmer, keinen Erfinder, ein Unternehmer, der ein unglaublich sozial eingestellter Mensch gewesen ist, ein Sozialpionier, von dem sich manche Heuschrecke heutzutage eine gewaltige Scheibe abschneiden könnte. Gottlieb Daimler, ein ungeheuer fleißiger Tüftler, der zusammen mit Wilhelm Maybach ja das Automobil erfunden hat. Und nicht zuletzt natürlich auch Emil Jelinek, der sich später Jelinek Mercedes nannte, dessen Tochter Mercedes ja die Namenspatin für das berühmteste Markenzeichen der Welt geworden ist. Das sind Leute, die mich faszinieren. Gut, dann recht herzlichen Dank und wir sind schon auf die Präsentation gespannt. Okay. Darf ich noch eines sagen? Natürlich. Ja. Und zwar, was mich immer etwas erstaunt und verwundert und wofür ich in Österreich eigentlich immer eintrete, ist, dass man in Österreich sich endlich bewusst wird, wie bedeutend die Rolle Österreichs eigentlich bei der automobilen Weltgeschichte gewesen ist. Ohne Emil Jelinek Mercedes beispielsweise gäbe es heutzutage die Weltfirmen Bosch, Daimler und Mercedes nicht. Und wie gesagt, Ferdinand Porsche, ein Pionier der zweiten Generation, war ja der, der das Auto dann richtig schnell und zum Mythos gemacht hat. Gut, okay, danke schön, danke gerne. Herzlich, danke. Gerne. Bis 20 Leute müssen immer Referenten machen, nach 20 dann. Aber es ist schön, dass Sie heute Abend da sind. Es ist ja auch nicht unbedingt der schönste Abend, um auszugehen. Aber wir werden es uns gemütlich machen und ich möchte Ihnen versprechen, dass ich mich ins Zeug lege und Ihnen einen hoffentlich interessanten Abend bieten werde, weil Floridsdorf wirklich viel zu bieten hat. Das wissen Sie ja besser wie ich, aber auch in Sachen Automobiltechnik durchaus Meilensteine gesetzt hat. Apropos setzen. Ja, ich möchte Ihnen heute Abend, also darf heute Abend, über den Ferdinand Porsche berichten, einen genialen Automobilkonstrukteur der zweiten Generation, also der Generation nach Daimler, Maybach und den anderen. Ich habe schon über diese Industriepioniere des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts einiges geschrieben über Robert Bosch, über Gottlieb Daimler und auch über die Mercedes Jelinek, deren Vater ja der ungeheuer bedeutende und längst nicht so gewürdigte, wie es eigentlich gehört, Emil Jelinek gewesen ist, der sich später Emil Jelinek Mercedes genannt hat. Einer der Österreicher, die die automobile Weltgeschichte entscheidend nach vorne gebracht haben. Ich erzähle es immer und immer wieder in Österreich, denn in Österreich selber wird die Rolle dieses Mannes viel zu wenig in meinen Augen wenigstens gewürdigt. Emil Jelinek Mercedes war der
ja nicht nur Investor, der Aktionär, der Aufsichtsratsvorsitzende, der Automobilverrückte, der letztendlich, da bin ich ganz, ganz sicher und der festen Überzeugung, nach vielen, vielen Recherchen, der Verantwortliche für die Existenz von drei Geldfirmen. Ohne Emil Jelinek Mercedes würde es heutzutage weder die Firma Bosch geben, noch die Firma Daimler und womöglich auch nicht die Firma Porsche. Das alles hat dieser Mann, der ja viele Jahrzehnte seines Lebens nicht nur an der Côte d'Azur, sondern auch in Baden bei Wien zugebracht hat, bewerkstelligt. Also ich kann das belegen, wenn Sie wollen, nachher gerne im Zwiegespräch. Und wie gesagt, wenn man sich mit diesen Leuten beschäftigt, stellt man schnell fest, es ist eigentlich nur eine Handvoll Männer gewesen, die unser Mitteleuropa eigentlich zu dem gemacht haben, was es heute ist. Die Mehrzahl der Bevölkerung war ja noch vor 100 Jahren bitterarm. Und dank dieses Wunders der Automobilisierung, der Industrialisierung in Mitteleuropa, haben wir all diesen Wohlstand, den wir heutzutage genießen können und den wir hoffentlich auch an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben können. Man kann zum Automobil stehen, wie man will, aber ohne das Automobil wären wir nicht da, wo wir heutzutage sind. Das ist nun mal eindeutig Fakt. Es war, wie gesagt, nur eine Handvoll Männer. Frauen hatten damals noch keine Chance in der Hinsicht. Und deshalb bezeichne ich das, was damals passiert ist, als wirkliches Wunder. Und seitdem faszinieren mich auch die Lebensläufe dieser Menschen, die alle natürlich nicht auf den Kopf gefallen waren und die gleichzeitig von einem inneren Feuer getrieben waren, das bewundernswert ist und das auch heute noch Beispiel, denke ich, sein kann für viele, viele junge Menschen, die heute vielleicht nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll und vielleicht manchmal denken, es müsse einem alles in den Schoß fallen. So war es damals nicht und so wird es auch in Zukunft nicht sein. Also habe ich mich an den Menschen wie Ferdinand Porsche herangewagt, nachdem ich, wie gesagt, Porsche und Daimler schon beleuchtet hatte. Und ich wollte wissen, was für ein Mensch war dieser Ferdinand Porsche. Es gibt natürlich über Porsche viele, viele Bücher und über seine Firma, seine Automobile noch mehr, aber hauptsächlich technische Bücher. Und mich interessiert jetzt in erster Linie der Mensch Ferdinand Porsche. Und da habe ich festgestellt, wie wenig es eigentlich speziell über die frühen Jahre dieses technischen Genies auf dem Markt zu lesen gibt. Und genau das interessiert mich immer, so die ersten Jahre solcher Menschen. Denn ich denke, es gibt noch mehr Jugendliche Ende des 19. Jahrhunderts, die nicht auf den Kopf gefallen waren, die auch eventuell so weit hinkommen können. Und weshalb also ausgerechnet Ferdinand Porsche, der am 3. September 1875 in Maffesdorf im nordöstlichen Böhmen geboren worden ist, Stichworte der nächsten größeren Städte Reichenberg, Gablons, durch Maffesdorf floss bzw. fließt immer noch die Neiße, dieser so berüchtigt gewordene Grenzfluss nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wieso ausgerechnet der? Und dazu muss man natürlich schon die familiären Verhältnisse näher beleuchten. Was war mit der Familie, die Freunde, Bekannte, die Geschwister? Was war weltpolitisch gegeben? Wie ging es im Heimatort in Maffesdorf zu? Damals, als Ferdinand Porsche geboren worden ist, als zweitältester Sohn des Spenglermeisters Anton Porsche, also eines gut situierten Mannes, der sollte auch Spengler werden, genauso wie der Vater. Und die Firma war groß genug, um auch einen zweiten Sohn noch Feuerwehrkommandant und dann noch zusammen mit dem Maffesdorfer Bürgermeister eine Mineralquelle genutzt und also Mineralwasser verkauft. Und wenn der Junior auf seinen Vater gehört hätte, dann wäre heutzutage dieses Wasser hier vielleicht nicht Römerquelle oder Fößlauer, sondern Porsche das rasanteste Mineralwasser der Welt. Aber nein, er hat nicht darauf hören wollen, sondern er hatte ganz andere Pläne. Ihn hat die Elektrizität fasziniert. Jetzt müssen Sie mal vor Augen halten, wie ging es damals in Maffesdorf zu, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Es gab, als Ferdinand Porsche geboren wurde, in Maffesdorf noch keinen elektrischen Strom. Dieser Strom kam erst einige Jahre später, als Ferdinand Porsche aufwuchs nach Maffesdorf, und zwar in Gestalt der Ingenieure von Bela Heger, dem Pionier der Elektrizität in Österreich. Und zwar haben zwei Besitzer der größten Firmen von Maffesdorf, einer Brauerei und einer Tuchfabrik, diese Ingenieure beauftragt, ihre Maschinen künftig mit elektrischem Strom zu betreiben. Und das war damals nicht so einfach wie heute, da zapft man nicht einfach eine Überlandleitung an, sondern da musste man ein E-Werk bauen. Also es war wirklich hochspannend und eine wirkliche Pioniertat in technischer Hinsicht. Und das hat den jungen Ferdinand Porsche unglaublich fasziniert.
Und jeder Minute, die er übrigen konnte, war er also dort unten bei den Fabriken und hat den Ingenieuren über die Schulter geguckt, sehr zum Ärger seines Vaters, der natürlich Angst hatte, dass sein Sohn irgendwie da Feuer fängt und sich nicht mehr mit der Sprenkelei beschäftigen will. Und genauso war es dann auch. Und dann kam in dieser Zeit, als Ferdinand aufwuchs, noch einmal eine Nachricht nach Haversdorf von einem neuen Wunderwerk. Und zwar, dass am 10. November 1885 in Bad Cannstatt ein Mensch namens Gottlieb Daimler seinen 16-jährigen Sohn Paul auf einen Reitwagen gesetzt hat. Das ist so eine Art hölzernes Fahrrad mit zwei Stützrädern und in der Mitte ein Explosionsmotor. Und mit diesem Explosionsmotor auf dieser Höllenmaschine ist der Paul Daimler das Neckartal von Cannstatt nach Untertürkheim hochgerast in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Im Nachhinein hat man ausgerechnet 12 Stundenkilometer. Und es hat gestunken, es hat Lärm gemacht, es war entsetzlich. Also kein Mensch hat daran geglaubt, dass sich dieses Vehikel jemals durchsetzen wird. Es war der Zeitvertreib, die ersten Jahre für reiche Müßiggänger, die sonst keine anderen Sorgen hatten. Aber trotzdem, es war klar, da kommt allmählich eine technische Wende auf uns zu gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und was am Horizont letztendlich heraufkommt, so ganz klar war das damals noch nicht. Auf jeden Fall, Ferdinand Porsche war völlig begeistert von diesen neuen Technologien und wollte unbedingt seine Zukunft in Richtung elektrischen Strom legen. Wie gesagt, sehr zum Ärger seines Vaters, der ihm bei Strafe verboten hat, mit Strom zu experimentieren. Und so nahm das Verhängnis irgendwann seinen Lauf. In einer verrückten Szene, ich schreibe ja romanhaft diese Bücher, weil ich immer denke, es ist leichtere Kost, es liest sich leichter, wenn man die Gespräche romanhaft absolvieren. Hat immer wieder gesagt, Mensch, ich habe doch noch einen jüngeren Bruder, wenn du sagst, dass zwei Söhne das machen sollen, dann nimm doch noch mal einen jüngeren Bruder. Aber nein, der Sprengelmeister hat gesagt, kommt nicht in Frage, ihr beiden Ältesten, ihr macht das. Und dann musste Ferdinand im Laufe der Zeit zu seinem Entsetzten auch noch mitbekommen, wie sein ältester Bruder bei einem Arbeitsunfall in der Sprengelei nicht leben kann. Also es reicht keine Chance mehr, tatsächlich diese Firma vielleicht doch noch zu entwickeln. Einige Jahre später, er war mittlerweile 16, also im dritten Lehrjahr jetzt, kam sein Vater erst nach einigen Tagen von einer längeren Montagereise wieder nach Hause und denkt seltsam, wo sind die? Es ist überhaupt niemand da. Im Wohnhaus sind die alle ausgegangen. Er schließt die Tür auf, tritt über die Schwelle und im selben Moment hört er ein Geräusch und plötzlich erstrahlt das ganze Wohnhaus im reißenden Licht. Sein Sohn Ferdinand hat nämlich das Haus in Abwesenheit des Vaters elektrifiziert und Strom versorgt. Also eine wahre Geschichte. Ich habe das Bild des stolzen Ferdinand auch hier im Buch abgedruckt. Und das hat jetzt den Vater schon etwas aus der Spur gebracht. Und Donnerwetter, also so ganz daneben ist das ja wohl nicht mit dem Strom und auch nicht mit dem Ferdinand. Und diese Szene nutzt nun die Mutter Porsche und sagt, na, du siehst doch, er kann was. Jetzt gib dir mal einen Ruck und lass ihn doch wenigstens abends auf die Staatsgewerbeschule nach Reichenberg, um da den Schulunterricht in Sachen Elektrizität anzuhören. Jetzt tu doch das wenigstens. Und dann sagt er, gut, in Gottes Namen, dann soll er das halt machen. Aber wehe, die Lehre leidet darunter, dann ist gleich wieder aus. Aber die Lehre hat nicht darunter gelitten. Ferdinand war Gott froh, hat also täglich seine Arbeit gemacht, nach Arbeitsende, sich rasch umgezogen. Dann ist er nach Reichenberg gelaufen, halbe Stunde Fußmarsch. Wenn man denkt, was die Leute früher gelaufen sind. Dann der Unterricht in Elektrizität und dann bei stockdunkler Nacht wieder heimlaufen, todmüde ins Bett sinken. Am nächsten Morgen verflucht man den Wecker, der einer der schönsten Schlafreisen. So ging das Leben voran. Er hat aber immerhin diesen Unterricht genießen dürfen, hat seine Lehre fertig gemacht. Und einige Zeit später, Ferdinand war jetzt 17, kam einer der angesehenen Fabrikdirektoren zu Anton Porsche und sagte, meine Güte, Herr Porsche, jetzt lassen Sie doch Ihren Ferdinand mal für einige Monate wenigstens nach Wien. Er ist ja in jeder freien Minute bei uns und sieht mit glänzenden Augen diese elektrischen Maschinen an. Geben Sie ihm doch mal die Chance. Wenn Sie das nicht tun, er wird es Ihnen zeitlebens vorwerfen, dass er diese Chance nicht bekommen hat. Der geht schon von alleine wieder zurück nach Maffersdorf, wenn er mal gesehen hat, wie es in Wien zugeht. Und es hat sich ganz gut gefühlt, dass zu der Zeit Ferdinands älteste Schwester Anna eine Anstellung in einem Haushalt in Wien hatte. Sie konnte also als Aufpasserin fungieren für den noch minderjährigen Bruder, wie gesagt 17. Man wurde ja damals erst mit 21 volljährig.
Und so hat er also eine Aufpasserin zur Seite gestellt bekommen, dass er also keine dummen Wiener fällt. Aber das war ihm egal. Hauptsache in Wien. Es waren faszinierende Eindrücke, die im Frühjahr 1893 auf Ferdinand einschlugen. Weniger das Leben in der Hauptstadt der KMK-Monarchie, als vielmehr die Anstellung bei Wiener Heger, bei Pionier der Elektrizität. Und dazu durfte sich auch er, Ferdinand Porsche, als Mitarbeiter dieser berühmten Firma bezeichnen, die inzwischen sogar die Beleuchtung der Wiener Hofburg mit Strom gemeistert hatte und die sich jetzt noch viel staunenswerteren Zielen zuwandte, der Beleuchtung des riesigen Schlosses Schönbrunn. Dazu waren gewaltige technische Probleme zu überwinden. Völlig neue Materialien mussten das Sonnen und geprüft werden. Kein Wunder, dass die Versuchsabteilung stark erweitert worden war. Ein Glücksfall für den strebsamen jungen Burschen aus Maffersdorf, der hier seine erste Einstellung als Hilfsarbeiter fand. Mitten im Herz des Fortschritts. Und niemand anders als Ernst Egger, der Sohn des Firmengründers, leitete die Versuchsabteilung. Auch wenn Ferdinands Arbeit zu Beginn nur das tägliche Ausgehen der Werkstatt und das Schmieden der Transmissionen umfasste, endlich war er am Ziel seiner Träume. Er war der stolzeste unter allen Mitarbeitern. Tag und Nacht gab es für Ferdinand kein anderes Thema mehr als Elektrizität. Im Gegensatz zu anderen jungen Leuten waren die Freizeit und Vergnügen überhaupt nicht wichtig. Was in der letzten Reihe des Hörsaals hinter den Rücken der ordentlich eingeschriebenen Studenten versteckte, um dort die Vorlesungen anzuhören. Es war zwar durchaus mit dem Risiko behaftet, eines Tages als Schwarzhörer erwischt und bestraft zu werden, aber irgendwann hatten sich die übrigen Studenten an den seltsamen jungen Burschen gewöhnt, der meistens atemlos in letzter Sekunde durch die Tür schlüpfte, um sich dann einzig auf den Vortrag des Professors zu konzentrieren. So verlief das Leben für Ferdinand im Grunde genommen auch in Wien in einem ähnlichen Rhythmus wie zuvor in Maffersdorf. Nur eben mit dem Unterschied, dass er sich nun in der Metropole befand und dazu noch eine Anstellung in den Vereinigten Elektrizitätswerken gefunden hat. Die spöttischen Blicke, mit denen von Zeit zu Zeit Kontrast zu einer Tätigkeit als Hilfsarbeiter. Dazu kamen, sehr zum Bewusstsein der anderen, bei den eigenartigen Vornehmtouren auf seine streng zurückgekehrten Haare, dieser leichte Flaum an der Oberlippe, der mit einem Schnurrbart herzlich wenig gemein hatte, sondern eher peinlich wird. All diese Äußerlichkeiten sorgten dafür, dass man in ihm eher einen Priesterzögling aus einem hinteren Winkel der Monarchie zu erkennen glaubte, als ein Schmiermax einer hochmodernen Welt. Keinesfalls jedoch sollte man hinter dieser seltsamen Aufmachung einen jungen, ehrgeizigen Burschen vermuten, der längst die Zukunft im Herzen trägt. Auch selbst wenn die Kommentare der Lästermäuler jemals in seinen Ohren gedrungen wären, Ferdinand hätte sich wenig damit geschert. Hauptsache, er war endlich angekommen in seiner Berufung, als die Elektrizität nur einmal betrachtete. Und erst die Vorlesung war ein schieres Goldbild. Den viel von dem theoretischen Wissen, das sich abends an der Universität erwarb, konnte er oft schon am nächsten Morgen im Versuchsraum erproben. Immer öfter konnte er den Technikern bei der Lösung eines Problems hilfreich zur Seite stehen. Idealer hätte es gar nicht kommen können. Und so nahm eine atemberaubende Karriere im Prüfraum der Vereinigten Elektrizitätswerke ihren stürmischen Beginn. Innerhalb von gerade einmal 4 Jahren arbeitete sich der junge Porsche vom Hilfsarbeiter zum Leiter des Prüfraums hoch und zum Assistenten des Berechnungsbüros. Der erste Schritt war erfolgreich absolviert. Und ist die Elektrizität und fertig aus. Das Schöne an der Geschichte ist übrigens, dass der ehemalige Schwarzhörer Jahrzehnte später von der Technischen Universität in Wien ja die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen hat. Dr. IHC, Ferdinand Porsche, also so wie die Firma ja heute noch heißt, eine schöne Fußnote der Geschichte der Schwarzhörer als Ehrendoktor derselben Universität. Atemberaubend schnell Karriere gemacht, aber allerdings so ein junger Mann, 22, 23 Jahre alt, also da könnte man sich ja vorstellen, neben der Technik gibt es manchmal vielleicht auch noch einen anderen Gedanken für so einen jungen Burschen. Natürlich, irgendwann hast du auch gemerkt, es fehlt noch was. Ein nettes Mädchen an meiner Seite. War Gott sei Dank auch kein Problem. Er war ja relativ praktisch veranlagt, hat also erstmal im nächsten Umfeld geschaut und siehe da, in der Firma war sie schon. Und zwar in der Buchhaltung. Ausgerechnet in der Buchhaltung, wo die Buchhaltung doch, naja, nicht unbedingt sein großes Hobby war. Also Buchhalter hier und sagt, Sie halten vom technischen Fortschritt ab, da mit Ihren blöden Fragen, was soll ich denn da schon wieder beantworten?
Aber eines Tages ist er wieder so missmutig in die Buchhaltung reingegangen und plötzlich sah er sie und sagt, boah. Und dann war natürlich die große Schwierigkeit zu diesen Zeiten, man konnte so eine junge Dame nicht einfach fragen, ich bin der Ferdinand, wie heißt denn du? Das ging einfach nicht, das hat die Etikette nicht zugelassen, und dann musste er detektivisch recherchieren. Und irgendwann hat er herausgefunden, das ist also die Assistentin in der Buchhalterei, und das ist das Fräulein Case, Aloysia mit Vornamen, und dann wurde er auch 19 Jahre. Ja, ja, gut. Und seitdem kam Ferdinand Borsche tagtäglich in die Buchhaltung. Und der Buchhalter hat gesagt, hat das endlich begriffen, dass die Buchhaltung das Allerwichtigste in der Firma ist. Also ist. Bis der Buchhalter dann natürlich gemerkt hat, der hört mir ja gar nicht zu. Und dann kommt er zum dritten Mal. Und der guckt dann immer, ja, der guckt ja nur das Fräulein Case an. Und zack, saß er von der Porsche wieder an der frischen Luft. Aber schon zu spät, die Linie hatten sie schon gesucht und gefunden. Also die Connection auf Neudeutsch war bereits hergestellt. Und in Porsches Tempo ging es dann auch weiter. Schau her, da ist eine Parkbank, lass uns dort ausruhen und den Sonnenschein genießen, deutete der heute ganz besonders sorgfältig gekleidete Porsche auf eine freie Sitzgelegenheit. Wenige Minuten später hatten sie ihren Lieben besucht und gefunden. Mit einem innigen Kuss besiegten sie ihre Freundschaft, ja mehr noch. Damit sind wir nun verlobt, konstatierte Ferdinand Porsche euphorisch. Aus seiner Freude strahlte der Neuse einen weiteren Kuss auf die Wange zu drüben verlobt. Sie hatten sich gerade das Eheversprechen. Aber du weißt schon, Ferdinand, jetzt musst du auch noch bei meinen Eltern offiziell noch meine Hand anhalten, so wie sie das gehört. Frisch verlobte schlug der Trocken. Ja, es muss wohl sein. Hoffentlich werden sie mir nachweisen. Ach was, mein Vater ist zwar ein strenger Mann, aber erstens stammst du über deinen Großvater väterlicherseits auch aus einer Schneiderfamilie, wird ihm gut gefallen. Und zweitens kommen meine Eltern ebenfalls aus Böhmen. Drittens hast du eine ordentliche Arbeit bei Eltern. Dein Wort in allen Ehren. Murmelte Ferdinand, der tapfer den dicken Kloß in seiner Kehle hinunterschluckte. Ich werde mal fragen, ob es am nächsten Sonntag schon möglich ist, je nachdem, ob die Eltern der Meinung sind, schon Besucher empfangen zu können. Denn erst vor wenigen Wochen war die Familie in eine neue Wohnung in der Hechtengasse gezogen, zum guten Glück ebenfalls im 4. Bezirk. Am nächsten Sonntag war es schon soweit. Aloysia hat ihre Eltern gebeten, am Nachmittag einen jungen Mann zu empfangen, der in derselben Firma arbeitet und der sie künftig ab und zu bei Spaziergängen begleiten würde. Es gebiete einfach die Höflichkeit, dass die Eltern über den Umgang der Tochter Bescheid wissen. Nee, kann sie nicht verraten. Um den Besuch ihres Galans möglichst perfekt zu gestalten, schien es Aloysia zweckmäßig, ihn schon vor der Haustür anzupassen, um gemeinsam mit den Eltern zu treffen. Weil sich aber andererseits damals eine junge Dame nicht schickte, über längere Zeit alleine auf der Straße herumzustehen, da hat sie ihre drei jüngeren Brüder, Hans, Otto und Ernst, und deren Mithilfe. Die Burschen sollen sich auf der Hechtengasse verteilen und Ausschau halten nach einem gut gekleideten, nicht allzu großen jungen Mann mit dunklen Haaren. Sobald sie ihn erblickten, sollten sie der Schwester Bescheid geben, die Zimmer warten würde. So hat sie es auch mit dem Verlobten besprochen. Perfekter Plan. Doch zwischen Theorie und Ausführung klaffte leider eine gewaltige Lücke. Es geschah nämlich ein gar nichts. Konnte eigentlich nicht sein, so pünktlich wie sie den Ferdinand immer erlebt hatte. Nun gut, in Eidelbacher immer schien ja sozusagen eines seiner Merkmale zu sein, aber dennoch pünktlich. Ob sie also womöglich in der Uhrzeit geirrt hatte? Eher unwahrscheinlich. Ebenso wie die Annahme, er hat sich versehentlich zur alten Wohnung begeben. Obwohl, angesichts dieser unübersehbaren Nervosität, er hat wieder den Zug bestiegen und zurück nach Böhmen zu fahren. Ferdinand hatte sich keinen Millimeter bewegt. Er würde die Verlobung nicht lösen, sondern Aloysia heiraten. Da konnte der Vater mit Enterbung drohen und die Mutter mit Engelszungen auf ihm einreden, nichts zu machen. Dann, bis unter Tatsache ins Auge sehen, seufzte Anna Porsche, streifte ihren Ehemann mit einem vorsichtigen Blick. Er ist halt auch ein Porsche, genau wie du. Und wenn sich so ein Porsche mal was in den Kopf gesetzt hat, dann ist es unmöglich, ihn mit davon abzubringen. Einmal schon auf mich hören können, brummelte der alte Porsche unglücklich. Er sollte bloß später niemals kommen und sagen, dass er wie unglücklich geworden ist. Du glaubst doch selber nicht, dass er es dir gegenüber zugeben würde. Nein, komm, machen wir das Beste aus der Angelegenheit und akzeptieren die Wahl unseres Ferdinands. Alt genug ist er schließlich, um zu wissen, was er will. Niemals wie 22 von einem Grünschmabel. Der Konter kam postwendend. Weißt du noch, wie alt ich damals war, als wir geheiratet haben? Naja, du und ich, das war ja was anderes. Ich höre so, ne? Und
außerdem, du warst wesentlich besser ernährt als dieses klapperdürre junge Wiener Diktat, das unser Sohn verbucht hat. Da hast du allerdings recht, aber weil die Liebe nun mal dorthin gefallen ist, müssen wir eben gute Miene zu diesem Spiel machen und dafür sorgen, dass die Marke Aloysia ein bisschen mehr auf die Lippen bekommt. Wir werden den beiden einfach künftig öfter schöne Pakete mit einem guten Schinken und Käse nach Wien schicken, damit sie etwas Gescheites zu essen haben. Dem Ferdinand werde ich schreiben, dass es seine Verlobte zum Abschluss ins Unvermeidliche. Gleich nach ihrer Rückkehr musste Anton Porsche zu seinem übergroßen Leidwesen den Fabrikdirektor beichten, dass mit einer Verbindung zwischen ihren Familien nichts werden würde. Der Sohn hat sich bereits für eine andere junge Dame entschieden. Leider. Also so ist diese Geschichte tatsächlich abgelaufen und diese Presspakete, die sind tatsächlich in Wien geschickt worden und im Laufe der Zeit hat er äußerst ein bisschen zugelegt. Zu viel ist er dann auch noch nichts. Und diese Pakete sind sogar später noch nach Wiener Neustadt gekommen und noch in Stuttgart angekommen, also viele, viele Jahre später, dann nicht mehr von den Eltern geschickt, sondern von den Geschwistern. Und der Ferdinand Porsche, der immer ein Workaholic war auf Neudeutsch, dem also immer die Arbeit fast an erster Stelle war, wenn der nach Hause kam und gesehen hat, oh, da kam ein Jausenpaket aus Mafersdorf, dann war der Abend gelaufen. Und wenn dann noch Mafersdorfer Bier drin war, dann hing der Himmel für Ferdinand Porsche vorher weg. Aber nun gut, ich habe Ihnen jetzt viel erzählt über die privaten Umstände. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Automobilen, mit der Mobilität? Nichts bisher. Und es war ein reiner Zufall, dass jetzt plötzlich die Mobilität ins Spiel kommt. Bis dahin hatte Ferdinand Porsche fest damit gerechnet, seine Zukunft sei die Elektrizität und es bliebe auch irgendwie der Strom und nicht unbedingt die Mobilität. Und es kommt dieser Zufall oder dieser Glücksfall in Person von Ludwig Lohner daher. Ludwig Lohner, der K&K-Hof Lieferant für Kutschen, hat die besten und die schönsten Kutschen gebaut. Der war ein vorausschauender Mann, traditionsreiche Firma. Und er hat natürlich auch mitbekommen, dass da ein Kanzler, der Gottlieb Daimler, dieses fürchterliche Ding da entwickelt hat, wo plötzlich Kutschen wie von Geisterhand bewegt werden, stinkt und kracht und tut und die Pferde werden scheu. Wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen, aber man kann ja nie wissen, man sollte zumindest mal ja, mit der Nase an welchen Fortschritt dabei sein. Und so ist er damals nach Cannstatt gefahren zu Gottlieb Daimler und ihn gefragt, ob er wohl so ein Ding auch in eine Lohnerkutsche einbauen könne. Und der Daimler hat dann auf seinem Schwell gesagt, das kenne ich schon, aber ich habe ihrer Konkurrenz, Sie verstehen mich von mir, ihrer Konkurrenz versprochen, dass ich das nur für die mache. Und ich kann es jetzt auch nicht nur für sie machen. Also gut, nichts ist mit Gottlieb Daimler und Lohner mehr, da hat die Konkurrenz auch nicht auf den Kopf gefallen, was also tun. Der geht zu Nummer 2, zu Karl Benz nach Mannheim und der Benz sagt ihm dasselbe. Ich habe leider schon einen Exklusivlieferungsvertrag mit einem ihrer Konkurrenten. Spätestens da merkt Lohner, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn. Und er fällt die Fachliteratur und merkt dann, da gibt es noch einmal einen, der ein bisschen ein anderes Prinzip verfolgt. Und so fährt er damals nach Augsburg zu Rudolf Diesel und fragt ihn, ob auf der Rudolf Diesel mal in Zeit reden seine ehrliche Haut. Der Lohner sagt, der Lohner, alles gut und schön, aber ich möchte Sie da nicht irgendwie in die Irre führen. Mein Teil ist noch nicht so weit, mein Motor. Ich muss da schon einiges erproben und erforschen. Kommen Sie in 2 Jahren wieder. Aber in 2 Jahren, um Gottes Willen, da ist die Konkurrenz längst davon, auf und davon. Was also tun? Und in seiner Not denkt er sich nur, naja gut, diese Elektromenschen da, der Egger, die haben ja auch Elektromotoren. Ob es wohl möglich ist, dass die mir einen Elektromotor in so eine Kutsche einbauen und dass man die dann irgendwie bewegen kann. Und so geht er also zu Bela Heger und der verspricht ihm, die fähigsten Konstrukteure seiner Firma an diese Aufgabe heranzumachen. Und einer dieser fähigsten Konstrukteure ist eben Ferdinand Porsche. Und so kommt zum ersten Mal 1898 der Name Porsche mit Mobilität in Berührung. Übrigens wurde der Lohner damals also heftig von einem weltberühmten Wissenschaftler, dass um Gottes Willen sich die Elektromobile durchsetzen und nicht diese stinkenden Explosionsmotoren, die ja jetzt schon immer wieder durch die Wiener Gassen stinken und die Menschheit beinahe verrückt machen. Sagt Herr Lohner, wenn sich noch mehr solche Vehikel auf den Wiener Straßen bewegen, die ganze Wiener Bevölkerung wird mir verrückt. Stellen Sie sich das mal vor. Und der Mann, der das sagte, das war ein Nachbar von Ludwig Lohner um die Porzellangassenecke herum, es war kein anderer als Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, der gesagt hat, wissen Sie, ich habe schon genug geklopft, wenn wir auf der Couch liegen. Das Gottes Willen, aber
wenn Sie denken, was heute unterwegs ist, an der Explosionsmotoren in Wien, und heute habe ich es wieder gedacht, bei dem Stau da in der Rheinbahn, das für die Autobahn gerichtet. Aber ich sagte, Rona hat gesagt, ich will mein Möglichstes tun. Ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn Sie die Elektromobilität durchsetzen. Aber manchmal ist der technische Fortschritt eben eine Schrecke. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist die Zukunft. Wer sein Auto liebt, der schiebt. Schon die erste Versuchsfahrt. Gegen Ende August des Jahres 1898 hat er nach nur wenigen Minuten in einem völligen Fiasko geendet. Zunächst schafften sie es noch nicht einmal die Börsengasse hinauf und dann schließlich weiter mit Ach und Krach bis zur Ringstraße. Und als die erreicht war, war endgültig Schluss. Nichts ging mehr vorwärts und rückwärts gleich gar nichts. Verfolgt vom hämischen Gelächter der Pferdedroschenlenker, das er als Echo durch den gesamten 9. Bezirk wälzte, schoben die schweißüberströmten Konstrukteure des Elektromobils Marke Lohner-Egger ihr Vehikel wieder zurück zum Firmensitz in der Porzellangasse. Am liebsten wären sie alle in den Erdboden versunken, vor allem Ferdinand Porsche, der mit so großen Hoffnungen an die Aufgabe herangegangen war. Und jetzt diese Peinlichkeit. Als wäre die Demütigung nicht schon schlimm genug, begann es nun auch noch aus dem Batteriebehälter zu tropfen, ein Leck. Du meine Güte, was für ein Pfusch! Wenn ich den Kerl erwische, der diesen Mist zusammengebaut hat, dann gnade ihn Gott. Kaum hatte der junge Konstrukteur die Ursache des Übels entdeckt, zog er sich unentbrannt die Mütze vom Kopf und hüpfte wie ein Irrwisch von der Werkstatt auf und ab. Idioten, nichts können, ignoranten! So hatten die Kollegen den ansonsten immer so freundlich fleißigen Herrn Porsche noch nie erlebt. Was war bloß gegen gefahren? Er schien sich gar nicht mehr beruhigen zu wollen, sondern verführte weiter seine zornigen Feigstänze. Der Alte hat wieder seine 5 Minuten bekommen, gehen wir raus, trinken wir Bier zusammen und dann kam Ferdinand Porsche auch wenig später immer wieder rein, so klein, ohne Hut, und sagte, ja, ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, aber jetzt wird wieder gearbeitet, gehen wir. Also, wie gesagt, sie wären nicht jahrzehntelang bei ihm geblieben, wenn sie nicht gewusst hätten, er meint es ja nicht so. Aber das erste Mal war natürlich schon etwas heftig und der Lohner wusste gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Es hat seine ganze Autorität gebraucht, um den Kerl da wieder auf die Beine zu bringen. Ich habe keine Lust, durch solche peinlichen Auftritte zum Geschwür der Nachbarn zu werden. Herr Porsche, das wird bitte kein zweites Mal passieren, verstanden? Der junge Mann war kaltgleich geworden, senkte betroffen seinen Kopf. Ja, sicher, Herr Lohner, entschuldigen Sie, ich weiß auch nicht, was plötzlich in mich gefahren ist. Das kann ich Ihnen genau sagen, übersteigert Ihr Ehrgeiz. Es ist ja gut und schön, wenn man als Techniker immer das Beste will, aber man muss halt auch einsehen, dass der Weg nicht immer gerade läuft. Vielleicht ist ja genau das Ihr Problem. Vielleicht haben Sie einfach zu schnell Karriere gemacht. So glatt ist alles gegangen, dass Sie heute beenden. Der Kampf mit dem eigenen Ehrgeiz würde Ferdinand Porsche sein Leben lang begleiten. Auch er konnte ja nicht aus seinem Haus. Überhaupt, wie sonst sollte er? Ja, dann konstruiert er weiter. Er merkt dann, das Ding ist irgendwie fehlerhaft, das ist nicht das Richtige. Und so konstruiert er nächtelang, bis er das Rätsellösung gefunden hat und einen achteckigen Motor, sogenannten Oktagon, konstruiert und er sinkt in dieser Nacht todmüde ins Bett. Er hat es, glaube ich, gefunden. Und am nächsten Morgen geht er beschwingt wieder zur Arbeit bei Lohner und sagt, na toll, ach ja, der junge Herr Egger ist heute noch früher da, als ich in der Schau war. Und über was reden die beiden? Die reden über den Motor, den ich da gestern konstruiert habe. Ist ja hochinteressant. Und aha, der Herr Egger tut so, als hätte er das konstruiert. Naja, aber das würde ja eigentlich keine Rolle spielen, es geht um den technischen Fortschritt. Aber abends erzählte er seiner Verlobten, der Aloysia, dass der Herr Egger praktisch so getan hat, als habe er das alles konstruiert. Und Aloysia sagt, was hat er gemacht? Der hat dir dein geistiges Eigentum gestohlen, das ist ja unglaublich. Das musst du sofort dem alten Herrn Egger erzählen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Nein, du gehst zum Egger und erzählst ihm was. Und so wird Ferdinand gezwungen, also zum alten Herrn Egger zu gehen und zu sagen, was sein Sohn da angestellt hat. Und Bela Egger ist tatsächlich nicht begeistert, dass Ferdinand Porsche petzt. Und das ist jetzt eine merkwürdige Verhaltensweise. Es ist Ferdinand Porsche auch etwas verstört und berichtet es wieder seiner Verlobten und ich sage, es wird ja immer bunter. Was ist das denn für eine Firma, in der wir da beschäftigt sind? Wir kündigen. Das ist ja endlich bei Egger. Wir kündigen. Also Aloysia zwingt ihn zu kündigen und sie kündigt auch. Und so steht der Ferdinand in Wien plötzlich wieder ohne diese schöne Anstellung da. Aber das größere Problem hat Ludwig Lohner, denn der merkt, der junge Heiger, der hat es einfach nicht drauf. Der hat zwar die Pläne gestohlen, aber er kann damit nichts anfangen. Und so kommt in seinem Not irgendwann Ludwig Lohner direkt zu Ferdinand Porsche in dessen Privatwohnung und sagt, Herr Porsche,
Ich stelle sie direkt bei mir an, sie konstruieren für mich die Elektromobile. Und wir bauen auch dann eine ganz neue Werkstätte, eine ganz neue Produktion. Und jetzt kommt Florenz dort ins Spiel, eben auf der anderen Donauseite, dort wo der Baugrund noch billig war, Kampfpreise gegenüber Wien, was schon sauteuer war. Und Floridsdorf war ja da gerade der aufstrebende Industriestandort. Und da baue ich mein neues Werk, die Lohnerwerke. Und Lohner verpflichtet sich auch, in den Automobilnamen ihrer beiden Namen zu nehmen, Lohner Porsche. Das ist die Geburtsstunde des Lohner Porsche. Und jetzt konstruiert Ferdinand Porsche wie von der Kette gelassen, natürlich Tag und Nacht, und hat geniale Gedanken. Und er schafft es dann, eine völlig neuartige Konstruktion, eine sensationelle Konstruktion tatsächlich zu entwickeln. Und zwar ist es der Lohner Porsche mit den Radnabenmotoren. Hat nämlich gemerkt, ich muss die beiden Elektromotoren vorne direkt an die Räder machen, an die Radnaben. Das sind ja die Motoren, die heute plötzlich wieder hoch werden. Und das ist jetzt was ganz Besonderes. Ferdinand Porsche ist noch nicht ganz 25 Jahre alt, als er das konstruiert hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was da hier passiert ist in der Porzellankasse und später in Floridsdorf. Es ist im Prinzip damals, um es mit heutigen Maßstäben zu vergleichen, war Floridsdorf das Silicon Valley. Die Automobiltechnik, das war eigentlich eine Revolution, wenn sie sich denn durchgesetzt hätte letztendlich. Aber er hat das gemacht, was jetzt 110 Jahre später die Ingenieure wieder machen. Und er meldet dann seinen Wagen, oder Lohner und er melden den Lohner Porsche zur Weltausstellung an Paris 1900. Und der Wagen wird die Sensation der Weltausstellung, die Fachwelt überschlägt sich, er gewinnt die Goldmedaille. Und Sie denken, der Durchbruch ist geschafft, wir werden jetzt hunderte von Autos pro Jahr produzieren können in Floridsdorf. Dummerweise hat es die Kundschaft noch nicht begriffen, die kaufen nämlich diese Automobile nicht, die sind zu schwer, Batterien riesig schwer, nicht leistungsfähig genug, und die Autos sind dreimal so teuer wie die normalen Vehikel mit Verbrennungsmotor. Kommen Ihnen diese Argumente bekannt vor? Genau dies haben wir heute wieder. Die Elektroautomobile sind zu teuer, die Batterien zu schwer. Also mit anderen Worten, Ludwig Lohner und Ferdinand Porsche standen vor 112 Jahren vor demselben Problem wie heute. Wir haben damals die Zukunft verpennt. Oder was weiß ich, was da war. Auf jeden Fall, er merkt dann, um die Kundschaft später der nächste, den benzinelektrischen Antrieb, also Verbrennungsmotor und Elektromotor. Er hat also in Anführungszeichen damals das erste Hybridauto der Weltgeschichte gebaut, hier in Floridsdorf. Also er war seiner Zeit weit und weit voraus. Genauso wie heutzutage, wo wir auch merken, die Elektromobilität ist noch nicht ganz so weit. Also überbrücken wir es mit Hybridautos, wenn es denn jemals so werden wird. Oder vielleicht gibt es ja, wie wir wissen, mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall, er versucht alles, um diese nächste Wagen durchzusetzen und den Lohnerbranche zum Erfolg zu treiben. Und deshalb fährt er fleißig auch in der Umgebung von Wien herum, um der Kundschaft zu zeigen, wie teuer das eigentlich ist. Und eines Tages überholte ein Automobil, das liegen geblieben ist. Und er denkt, Verbrennungsmotor, hätte er eine Mixte, könnte er auch elektrisch weiterfahren. Und im Vorbeifahren denkt er, den Mann, den kenne ich doch. Ja, richtig, Emil Jelinek. Er hält an und fragt, ob er vielleicht behilflich sein könnte. Und Jelinek sagt, bist du denn? Ein Chauffeur, da der schaut da rum, aber sagt, das wird nichts mehr, wir müssen uns abstrecken lassen. Oh, lassen Sie mich mal sehen, dann zieht sein Jackett aus und liegt da um das Auto und schraubt rum. 5 Minuten später steht er da auf, Herr Jelinek, Sie können weiterfahren, es ist repariert. Jelinek ist natürlich beeindruckt und sagt, wie war doch gleich der Name, junger Mann? Ferdinand Porsche, Sie werden von mir hören. Aber es dauert noch eine Weile, bis es soweit ist. Porsche weiß natürlich, Jelinek hat Einfluss, Aufsichtsratsvorsitzender bei Autoreiner. Das wäre schon was. Aber zunächst gibt seine Aufmerksamkeit ganz anderen Dingen. Und zwar, am Samstag, dem 17. Oktober 1903, wurde in der Maffersdorfer Dreifaltigkeitskirche die Hochzeit von Herrn Heuser eine wundervolle Wegstrecke werden, die sie dann manchmal in atemberaubendem Tempo absolvierten. So ist das Temperament von Ferdinand Porsche in allen Phasen seines Lebens entsprach. Und nach der Hochzeit war es auch schon so, dass sich das Verhältnis zu Lohner endgültig abgekühlt hat, und das war klar. Also das wird nicht mehr lange halten. Später hat mal der Sohn von Ludwig Lohner oder Ferdinand Porsche gesagt, der hat meinen Vater bei einem Ruin betrieben. Also es war nichts mehr zu kitten letztendlich. Und jetzt kommt schon wieder das Glück ins Spiel oder der Zufall. Und der Zufall heißt dieses Mal Paul Daimler. Paul Daimler war technischer Direktor bei Austro Daimler in Wiener Neustadt. Und der ist jetzt zurück nach Stuttgart gegangen, also der Sohn von Gottlieb Daimler, wollte wieder heim ins Schwabenland.
sodass diese Stelle frei geworden ist. Und der einflussreichste Mann bei Haus und Leinender war Emil Jelinek, der sich mittlerweile Emil Jelinek Mercedes nannte. Also war begeistert über Mercedes. Und der hat gesagt: Wartet, ich weiß schon, wen wir da als Nachfolger einstellen können. Und so wurde Ferdinand Porsche im Alter von gerade einmal 30 Jahren, 1906, im Frühsommer technischer Direktor von Austro Daimler, einem unglaublich tollen Automobilwerk, eben in Wiener Neustadt. Er hat eine Direktorenvilla beziehen können, mit seiner jungen Familie. Das Glück war gemacht, war vorgezeichnet. Auch wenn der erste Auftrag, den Emil Jelinek Mercedes gegeben hat, höchst problematisch war. Der Jelinek hat nämlich gesagt: Ich habe ja bekanntlich zwei Töchter. Und meine erste Tochter, die Mercedes, hat bereits eine Automarke von mir geschenkt bekommen. Mercedes, das ist, glaube ich, mittlerweile das teuerste Markenzeichen der Welt, bis zurzeit gehandelt wird. Und ich habe auch noch eine Tochter, die jüngere, die Maya, und die soll auch eine Automarke bekommen, wie sie es gehört, gleiches Recht für alle. Und sie konstruieren mir also einen Maya-Wagen. Es gab in der Automobilgeschichte also tatsächlich mal eine kurze Episode namens Maya-Wagen, hat sich nicht durchgesetzt, aber immerhin. Und das war übrigens das erste Auto, ausschließlich mit Verbrennungsmotor, das Ferdinand Porsche bis dahin konstruiert hatte. Und deshalb, weil er da noch keine große Erfahrung hatte mit Verbrennungsmotoren, war das Auto ein Riesenflop. Das ist zu schnell konstruiert worden, zu hastig. Es lief nicht, es war immer nur kaputt. Also es war ein Riesendesaster. Porsche könnten sie eventuell auch einen Zug konstruieren, der nicht auf Schienen fährt und der überall hinfahren kann und der die stärksten, die schwersten Mörser und Kanonen nach sich zieht. Wäre strategisch ganz wichtig. Können Sie das machen, oder? Das kriegen wir schon hin. Und so hat der Porsche mit seinen Mitarbeitern den sogenannten Landwehrtrain konstruiert, der wirklich ja über Stock und Stein die schwersten Mörser und Kanonen transportieren können. Der Krieg ging ja doch dennoch verloren. Die Pläne landeten wieder in der Wolkenkiste, bis sie Jahrzehnte später von der NASA wieder hervorgeholt wurden. Und nach diesem Prinzip des Landwehrtrains sind wieder die Mondfahrzeuge konstruiert worden. Also sieht man, wie weit voraus dieses Genie Porsche seiner Zeit gewesen ist. Manchmal tut es ja nicht gut, wenn man zu weit voraus ist, aber erst viel erfahren müssen. Es war schlimm genug, diese Zeit des Ersten Weltkriegs, die Donaumonarchie, die in sich zusammengebrochen ist, die Versorgungsfrage, ständig so war er. Er war schon ein Mensch, der mit jedem gesprochen hat und sich nicht zu fein war, auch über die Autos zu kriechen und wenn sie noch so höflich verschmiert waren. Und eines Tages kommt er nach Hause im Krieg und sagt zu seiner Ehefrau: Aloysia, was gibt es denn heute zu essen? Und sie faucht ihn an: Du fragst immer nur, was gibt es zu essen? Weißt du, wie schwierig es ist, überhaupt noch was auf den Tisch zu bringen? Meine Güte, es gibt nichts mehr. Es ist so schlimm geworden, es gibt noch nicht mal mehr Milch für deine Kinder zu trinken. Und das war für ihn ganz furchtbar, dass seine geliebten Kinder, die Luisen und der Ferry, nie keine Milch mehr haben. Ja, warum gibt es keine Milch mehr? Weil es keine mehr gibt, man kriegt keine mehr. Sagt, ja, dann müssen wir uns halt eine Kuh anschaffen, da gibt es wieder Milch. Wie stellst du das vor? Kuh anschaffen, wo willst du hinstellen? Aber wir brauchen einen Stall. Wie einen Stall? Neben die Villa einen Stall. Wie sieht denn das aus? Egal. Haben wir in Affersdorf aufgehabt, so war das halt früher. Und so baut Ferdinand Porsche, Praktiker, wie er immer war, einen Stall neben Direktorenvilla in Wiener Neustadt, kauft zwei Kühen und der Milchstrom fließt wieder. Und immerhin, auch wenn er dann gehört hat, dass eines seiner der Kinder, der Arbeiter krank geworden ist, hat dieses Kind natürlich auch die Porsche-Milch bekommen. Solange bis es wieder gesund war, und dann hat es ein anderes Arbeiterkind bekommen. Also das war für den Porsche, wie er lebte und lebte. Nach dem Zusammenbruch ging es natürlich dementsprechend übel in Österreich vonstatten. Emil Jelinek, Mercedes, war gestorben. Die Kundschaft hatte wirklich andere Sorgen, als Autos zu kaufen. Deshalb ging es nur sehr, sehr zähflüssig wieder los. Er hat dann mit Ach und Krach einen russischen Grafen namens Sascha Kolowrat schließlich als neuen Investor gefunden. Dieser Graf Kolowrat hatte eigentlich als größte Sorge die Tatsache, dass er sich nicht mehr Graf nennen durfte in Österreich, nachdem ja die ganzen Titel abgeschafft wurden. Und er hat es dann versprochen, sein Geld reinzustecken in diese Entwicklungen. Bedingung war auch, die Autos müssen so heißen wie er, die Sascha-Wagen. Und gut, so hat man die Sascha-Wagen konstruiert. Waren nicht unbedingt sehr stark motorisiert, aber waren verlässliche kleine Flitzer. Und Ferdinand Porsche hat auch jetzt wieder gewusst, ich muss Rennen gewinnen oder zumindest gut abschneiden, um die Kundschaft zu überzeugen, möglichst die härtesten Rennen der Welt. Und so hat er gemeldet zu Targa Florio auf Sizilien. 1000 Kilometer über Stock und Stein, Kiespisten, unvorstellbare
Bedingungen für Automobile und dazu noch die Italiener, die keinem Ausländer praktisch den Sieg gönnen wollten. Immer wieder kam es zu Diebstählen von Automobilen und man hat dann Autos manipuliert. Es war also ein Abenteuer, diese 1000 Kilometer Rennen überhaupt zu wenden. Und Ferdinand Porsche und Graf Kollerath, die wussten, wir müssen irgendwas machen, dass uns die Italiener nicht überfallen. Und so sind sie auf den Kniff gekommen, die Autos rot anzumalen. Genauso rot wie Fiat und die Alfa Romeo. Also das spätere Ferrari-Rot war es auch. Die Italiener hatten als Farbe rot, knallrot. Und so haben sie auch so dreimal rot angemalt und haben damit die Italiener tatsächlich geblufft. Die dachten, es seien ihre Autos, ihre italienischen. Sie haben also den Ausdruck einfach nichts getan. Und die Sascha-Wagen sind immerhin als Vierter ins Ziel gekommen, sogar noch von den wesentlich PS-stärkeren Mercedes-Wagen. Tolle Geschichte, aber leider, leider hat die Kundschaft einfach kein Geld. Wo sollen die Leute denn wieder Anstellung finden? Und was glauben Sie denn? Die haben Familien, wie soll denn das gehen, um Gottes Willen, die armen Kinder? Ja, Entlassung oder Konstruktion? Und daraufhin hat Porsche wieder mal seine Mütze vom Kopf gezogen, hat seinen Feigstanz getanzt und hat dann gesagt, meine Herren, ich kündige. Ein Porsche entlässt keine Zweifelsfrage. Und das war das Kapitel Ausdruck, war damit zu Ende. Er hat daraufhin die Anstellung bei Daimler in Stuttgart bekommen, sofort als Session Director. Aber die Schwaben, eher der lebenslustige Österreicher und die pietistischen Schwaben, das hat nicht so richtig gepasst. Also er war da auch wieder so, dass er viel zu viel konstruiert hat, viel zu teure Konstruktionen. Bei Daimler ging es damals auch schlecht zu Porsches Zeiten. Denn Deutschland hat ja den Krieg auch verloren. Und Daimler und Benz waren zu dieser Zeit gezwungen worden, zusammenzugehen, zu fusionieren von den Banken. Es war keine Liebesheirat, sondern die Banken haben gesagt, also entweder ihr geht zusammen oder es war das aus der Geschichte Daimler und Benz. Von Niedersachsen in Karlsruhe, dem heutigen Wolfsburg. Und Sie wissen es ja besser wie ich, Herr Professor Fiala, also das, die Gegend dort ist in Österreich ein Schnee. Es gibt schöne Landschaften in Österreich. Also er hat Heimweh gehabt. Er hat Heimweh gehabt, dass sein Gebiet Österreich so toll der Auftrag auch war. Und dann hat er sich wenigstens ein Stückchen Österreich in diesen Niedersachsen verpflanzen lassen wollen. Und zwar hatte er in seiner Wiener Neustädter Zeit eine wunderbare Jagdhütte in Hochwolkersdorf. Und da hat er seine wunderschönen Ausruhzeiten, seine Wochenendpausen genossen und wieder neue Kraft getankt. Er hat also in diesem Niedersachsen wenigstens ein bisschen Österreich. Und so hat er sich eine Holzhütte im heutigen Wolfsburg bauen lassen, um während der Arbeitspause wenigstens ein bisschen österreichisches Flair um die Nase geweht zu bekommen. Also das musste dann unbedingt sein. Und so hat er wenigstens da eine kleine Reminiszenz in Wolfsburg bei Österreich haben können. Und hat daran gedacht, wie schön es doch früher in Hochwolfsdorf war. Die Ausflüge zum Beispiel, an die hat er sich immer wieder erinnert, mit seiner elfjährigen Sohn Ferri, die es da mal gegeben hat. Eine wunderbare Episode. Eines Tages hat er ihn gefragt in Hochwolfsdorf, wie wäre es, genauso Stuttgart. Und so ist Stuttgart wurde Ferdinand Porsche gezwungen, in den letzten Kriegsmonaten Stuttgart fluchtartig zu verlassen. Er wollte nicht, es war eigentlich schon viel zu spät. Und er hatte so in letzter Sekunde dann noch ein Ausweichquartier für ein Konstruktionsbüro in Kärnten gefunden, also in einem abgelegenen Seitental, ein altes Sägewerk. Und da haben seine Konstrukteure unter primitivsten Bedingungen halt irgendwas weiter aufrechterhalten an Produktion, aber es war natürlich nicht das, was man sich zunächst vorgestellt hat. Dann ging der Krieg verloren. Ferdinand Porsche wurde festgenommen für den Alliierten, weil man gedacht hat, nein, er hat für Hitler den Volkswagen konstruiert. Aber man hat ihn nach einem Monat schon als völlig unbelastet wieder entlassen. Nachdem auch der Albert Speer, der mit ihm im selben Gefängnis war, gesagt hat, was wollt ihr denn von dem? Das war doch keiner von uns. Also kam er wieder frei, um kurz darauf von den Franzosen gekidnappt zu werden. Die hatten ihn in Baden-Baden, in ihrem Hauptquartier, in einen Hinterhalt gelockt. Nicht aus politischen Gründen, sondern sie wollten seinen technischen Know-how haben. Man hat ihn nach Paris gebracht. Und da war es dann wirklich so teilweise, dass er das Essen im Gefängnis nur gekriegt hat gegen Konstruktionszeichnungen. Und so ist er auch einer der Väter des 2CV geworden, Ferdinand Porsche. Also ab dem Citroën steckt ein Stückchen Porsche mit drin. Danach ist er noch weiter transportiert worden nach Lyon. Das war eine üble Geschichte. Anderthalb Jahre ging dieses Gefängnis. Und als er dann endlich freikam, in über 70 Jahren, war er ein gebrochener Mann, gesundheitlich schwer angeschlagen. Sein erster Weg hat ihn nach Kärnten geführt, nach Bünd, in Sägewerk, wo seine
Tochter Aloysia und der Sohn Ferry die Firma aufrechterhalten haben, zusammen mit den treuen Mitarbeitern, die alle dorthin gefolgt sind. Und voller Stolz und mit klopfendem Herzen zeigt Ferry seinem Papa seine erste Konstruktionszeichnung, die er selbstständig gemacht hat. Was hältst du davon, Vater? Porsche schaut ihn an, minutenlang, es fällt kein Wort, dann blickt er auf, nickt, sagt, keine Schraube hätte ich anders gemacht. Das war der Widerspruch natürlich für Ferry Porsche. Und Ferdinand fragt ihn dann, so, wie willst du das mal nennen? Und hat die Nummer 356. Das war die Geburtsstunde der legendären Porsche Sportwagen, der 356er, in Bündelgern, in diesem Sägewerk. Und dann sagt Ferdinand Porsche noch einen Satz, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass hier auch nur einer dieser Wagen abgekauft wird. Die Menschen haben nach dem verlorenen Krieg noch andere Sorgen gewonnen als Rennwagenstrafen. Ich konstruiere wieder wie vor dem Krieg meine Traktoren. Die Landwirtschaft braucht Seilwinden. Später hat Porsche sogar eine Skilifte gebaut. Aber Sportwagen, Ferry, da wirst du nichts absetzen. Also da hat sich ja gewaltig geirrt. Und er hat sogar erleben dürfen, dass Ferry in den Vereinigten Staaten Amerika riesige Erfolge feiern durfte. Und Ferdinand Porsche hat also mit 75 diese Erfolge noch genießen dürfen. Genießen dürfen, dass sein Name zum Mythos geworden ist als Sportwagenmarke international. Und als er dann gestorben ist, am 30. Januar 1951 war der Durchbruch der Marke Porsche schon geschaffen. Der Mythos war bereits begründet. Und der Mann, der das alles mit viel, viel Intelligenz und Fleiß und vielleicht auch ein Stückchen Fanatismus, aber auch mit einer grenzenlosen Menschlichkeit möglich gemacht hat, war eben der Ferdinand Porsche. Und ich denke, nicht zu Unrecht habe ich ihn den Mythos genannt, der sicherlich auch ein Stückchen weit von Floridsdorf geprägt worden ist. Dankeschön deshalb, dass ich heute Abend hier sein durfte. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu sehr gelangweilt und wünsche Ihnen eine sichere, gute Nachhausefahrt. Dankeschön.